sichert da mal ab. So, mach den Sammler platt. So, komm, mach den platt, mach den platt, mach den platt. Der klaut hier mir meine ganzen... Oh, wir brauchen Silos. Ist nicht gut. Moment. Ja, ja, jetzt will er das gleiche machen wie ich. Ja, der ist nicht blöd, das muss man sagen. Also die KI hier, die ist nicht blöd. Nicht so blöd wie im ersten Teil. So, immer weiter bauen, immer weiter bauen. So, weißt du was? Machen wir die Brücke hier kaputt. Wir können ja auf eine Stelle schießen. Was machst du denn da? Ah, da war noch eine Mine, ha, habt ihr das gesehen? So, die ist kaputt. Sehr schön. Dann hier hin. So, dann kommt da zumindest nichts mehr durch. Alles klar. Weiter bauen. Ah, geh weg. Das ist meine Raketenwerfer in Ruhe. Ich mach zwei mehr. So. Was schmeißt hier Granaten schon wieder? Hä? Was? Was macht der da? Warum schießt er seine eigene Mauer kaputt? Ist der blöd? So, jetzt macht den Scheißsammler kaputt. Jawoll! So, damit er auch ja keine Kohle mehr kriegt. So, würde ich sagen, trauen wir uns mal, wa? Dann wagen wir uns mal einen Angriff. So, zack, dann hol ich mir jetzt nochmal die Flugzeuge hier mit Team 3. Machen wir das kaputt und die Raketenwerfer sind Team 2 und fahren mal hier. Ja, zack, machen die Panzer kaputt. Komm. Und weg und weg und weg und weg. Der Flammenturm weg. Und genau richtig zum Hellmarsch hier. Jawoll. Geil. Ah, diese scheiß Raketenwerfer, ey. Mach die Fässer kaputt. Komm. Fahr mal rein. Mach mal die Fässer kaputt. So. Ist der eine schon mal weg. Alter Schwede, hat der Raketenwerfer. Dann komme ich jetzt auch mal mit meinen Raketenwerfern, ja? Schießen auf den Panzer. Die Flugzeuge schießen auf die Kaserne. So. Zack, zack, weg damit. So. Die schießen da drauf. Die schießen mal. Die machen mal die Unhütte kaputt. So, einmal dann weiter Panzer bauen. Mach die kaputt. Ah! One Shot. Ernsthaft? One-Shot sind die im Arsch, okay. Na gut, dann weiter bauen. Die Flugzeuge können wir den Raketenwerfer hier kaputt machen. Bitte trefft. Sehr schön, ja. Boah, der macht mich mit einem Schuss, ey. Dafür du auch, ja. Sehr schön. Der hat schon wieder einen Sammler. Wo kommt der Sammler schon wieder her? Ja, das ist... Die KI... Ist nicht blöd, muss man ehrlich sagen. Ganz so blöd ist sie dann doch nicht. Schön in der Ecke, damit ich auch schön lange brauche, um da hinzukommen. Ja, ja. Komm her und zack. Jetzt greif den an! Die wollen den nicht angreifen. Warum wollen die den nicht angreifen? Habt ihr jetzt Gewissensbisse oder was, weil er sich wehren kann? Da habe ich aber anderes gehört. So. Ah, komm schon. Mach ihn platt. Voll. Nächste Sammlerplatz. Okay. Ich hab keine Kohle mehr, ne? So, die Flieger machen mal das nächste Großkraftwerk platt. So. Dann zack, zack. Jawoll! Mit einem Schuss. Wir können dann noch die Infanterie da platt machen. Ah, ne, schade. Okay, egal. Hallo? Hab ich nur noch einen? Nee, sind beide. Okay. Team 4 mal für die Sammler. Woll, guck mal, eine Konkur, richtig geil. Naja, gut. Ich glaube, ich baue mal, oder? Ja, komm. Nach dem Panzer baue ich mal eine neue Raffinerie dahin. Damit das Ganze mal ein bisschen schneller geht. So. Was habe ich da? Achso, ist meiner. So, dann bauen wir eine Raffinerie. Und zack. Und dann direkt hier drauf. Jawohl. Kriegt er das noch kaputt? Nee, schade. Egal. Ist alles gut. Jawohl. Richtig schöner.
Ey, da ist schon wieder ein Sammler. Wo nimmt der die Kohle her? Wo nimmt der die Kohle dafür her? Die sind doch teuer, verdammt. Wie viel kosten die? 1400, ja. Ja, dann mache ich den halt auch platt. Soll er seine ganze Kohle für Sammler ausgeben? Das ist doch, Mann. Ja, dann kann er jetzt befreit und jetzt macht er hier so einen Pack. Ah, ich verstehe schon. Puh, erstmal durchatmen. So. Ach, das ist wieder diese komische Geisterhausmucke. Alter, es wird aber mal Zeit mit der dritten Erzraffinerie hier. Ich schau noch mal ganz kurz. Ja, 24 Minuten. Das passt soweit. Sehr schön, der nimmt auch so auf. Keine Probleme. Das heißt, ja. Sorry, dass ich jetzt. Sorry nochmal, dass ich jetzt immer hier hin und her wechsle, aber das ist jetzt gerade so ein Test von mir. Mit der anderen Einstellung. Gott, zack. Dann seid ihr drei jetzt Team 4. So, jetzt sollte mal die Kohle mal ein bisschen schneller rankommen. Und schön die schweren Panzer bauen. Unzureichende Finanzmittel. Warum fährst du noch da? Weißt du was? Ich verkaufe die jetzt, damit die nicht mehr da hochfahren. Sofort. Das muss doch nicht sein. Das ist doch wertvolle Zeitverschwendung hier. Zeit ist Gold in diesen Spielen. Einheit bereit. Ah ja, Geisterhaus. Ja. Okay, machen wir. Drei Flugzeuge kümmern sich mal nochmal um dieses Kraftwerk. So. Während ich weiter meinen Angriffstrupp aufrüste. Wird gebaut. Ja. Und zack, das ist weg. Schon mal gut. In Ordnung. Mal die Waffenfabrik ein bisschen anschwächen hier. Oh ja, gar nicht mal schlecht. Ich glaube, zwei Flugzeuge reichen auch erstmal, oder? 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 Einheit bereit. Eins baue ich noch. Komm. Gebaut. Zwei Raketenwerfer wieder. Bestätigt. Sehr schön. Ich glaube, jetzt kann ich auch die mitnehmen. Weil ich glaube, jetzt hat er nichts mehr zum Angreifen. In Ordnung. Oder? Ja, der hat da noch ein paar Sachen stehen. Abgeschlossen. So. Zack. Und direkt schwerer Panzer. Und natürlich eine Jagd. Ja, Männchen, komm. Überlebt, Hauptsache das Männchen überlebt drei V2-Raketen. Ja, komm. Die Logik in diesem Spiel ist gegeben, aber ist nicht immer zu 100%. Einheit bereit. Weiter geht's. So, da habe ich ja auch schon mal einen kleinen Trupp wieder zusammen. So, dann ist das hier Team 3. Ah, jetzt sind die Sammler weg. Waffenfabrik kaputt. Damit sie nichts mehr baut. Das sind die Minenleger. Zack. Sehr schön. Das passt doch. Dann machst du nochmal hier das. Schwächt er ihn nochmal. Jawohl. Naja, lass ihn ruhig sein Geld ausgeben. Dafür ist er noch nicht. So, weiter geht's hier. Ja, die lasse ich mal hier. Bestätigt. Fünf Männchen. So, weiter Panzer. Immer weiter Panzer bauen. Ich baue auch mal ein paar Silos. Damit auch ja nichts passiert. Mit der Kohle, damit die nicht verschwendet wird. Ah ja. Zack. Sehr schön. Weil wenn der sagt, es geht, wir benötigen Silos, das heißt, die Kohle, die der Sammler heimbringt, wird nicht komplett gezählt. Das heißt, die geht verloren. Das wollen wir ja verhindern. Konstruktion. Zack. Okay, ich glaube, dann können wir mal so einen kleinen Angriff wieder wagen hier. In Ordnung. So. Machen die Hubschrauber noch den Rad. Ach, die Hubschrauber. Ich sage noch den Radar kaputt und wir sammeln uns erstmal hier. Jetzt kommt! Ah, es hat nicht gereicht, ne? Nee. Na egal, trotzdem ist das Russen-Arsenal viel geiler als das der Alliierten. Das ist einfach so. Bestätigt. Na gut, dann machen wir die Kacke da kaputt. Bestätigt. Ja, sagen. Drei Raketenwerfer, Alter Schwede. Flugzeuge können sich mal darum kümmern. So, dann hier die Panzer. Komm, zack, weg. Zack, weg.
Und zack, weg. Nee, nicht weg. Jetzt aber weg. In Ordnung. Ah ja. Die waren noch nicht voll aufgeladen. In Ordnung. So, zack. Zack. So, weg damit. In Ordnung. Und weg damit. In Ordnung. Weg mit sie. Ich zeige auf die Werkstatt. In Ordnung. Wir müssen alles platt machen. Alles platt machen. Boah, ist das geil. Bisschen einfacher mit dem russischen Arsenal. So. Also, weg damit. Und zack. Die ganze Infanterie. So, schauen wir mal, was hier noch ist. Ah, da ist ja was versteckt, seht ihr das? Machen wir hier den Flammen. Die Flugzeuge können sich da nicht kümmern. Das. Zack, weg damit. Ja, okay. Dafür habe ich ja die Flugzeuge. Ah, egal. Beim nächsten Mal dann. Okay. Ah, das ist aber bis jetzt relativ smooth. Ne? Zack, weg damit. Deswegen liebe ich die Raketenwerfer. Einfach so einmal weg. Zack. Ein Schuss weg. Ja, das reicht schon. Komm. Die machen das jetzt platt. Fahrt darüber. Nein, 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 nein! Das war schon richtig so. Und zack. Weg damit. Ja, sehr schön. Das ist weg. Der verkauft jetzt auch alles. Das heißt, der hat nicht mehr viel Kohle. Was hast du davon, wenn du die Kohle für Sammler verschwendest, mein Freund? Und das hast du davon, wenn der Gegner ebenbürtig ist und nicht so ein. Schwaches Lutscher-Arsenal hat. Naja. So, da. Und weg. Und die Flugzeuge hier drauf. So. Das hier. Und das Flugfeld. Und das Dings über die Dinger überfahren da. So. Das hier auch. Das hier auch überfahren. So. Alles klar. Sehr schön. Dann das hier weg. Ich speichere das einmal zwischen. Nicht, dass hier wieder so eine Scheiße passiert. So, zack. Ich guck nochmal. Ja, passt. Sehr schön. Wunderbar. So. Hä? Was ist jetzt passiert? Alles explodiert. Hä? Okay, zack. Ist das hier noch? Das ist der letzte. Komm, das ist der letzte. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Okay. Ah, da ist noch was. Der Bauhof! Ach! Wichtigste Gebäude. Na gut, der ist jetzt auch weg. Ja. Und noch einmal drüber fahren. Zack. Yes! Sehr schön. Geil. So very pretty. But also stubborn. Goll. Ja, das war das, was wir eben gesehen haben, ne? Wo Tanja da wild rumgeballert hat am Anfang der Mission. Das war genau die Szene. Aber ja, okay, sehr schön. Boah, guck mal, wie viel der verloren hat. 5-mal so viel, krass. Und 50 Gebäude zu 0. Das ist schon geil. Okay. Boah, die breiten sich ja immer weiter aus. Was ist das denn hier? Ich dachte, wir breiten uns aus. Es geht nach Griechenland, geil. Okay. Land oder See? Land oder See? Ich würde mal sagen, Land, komm. Cutscene. Excellent work, Commander. The information Tanya recovered has proved invaluable. Would you not agree, Stavros? Yes. Our analysis is almost com... No, 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 sit, sit. I'm late. I apologize. My watch is not working. Professor Einstein, this is an honor. General Nikos Stavros. Yes. Professor, let me introduce the commander who rescued you. Commander,
This is Professor Albert Einstein. Yes, yes. Very exciting. These are reconnaissance photos taken near the Aegean Sea. Professor, perhaps you can help us identify the specifics? From what I've had a chance to read, this is Stalin's main research laboratory. They are working on a new kind of defensive system. Oh, yeah, yeah, this is it. The Iron Curtain is based on the theory of resonating molecules at certain frequency. Well, yes, Professor, but what does the Iron Curtain do? Do? Well, by the theorem, it appears to make things invulnerable. Any vehicle or structure covered with this effect, by theory, will be impervious to harm. It's incredible. I know Tesla was experimenting with this kind of... Thank you, Professor. That is all we need to know. Soviet research on this device cannot be allowed to continue. What else do we know about this research facility, Stavros? Nikos, put your personal losses aside for a moment, will you? Yes, of course. Besides R&D functions, this base also serves as a waypoint for Soviet submarine actions, so it is heavily populated. As far as we can tell, the only prototype they have of this Iron Curtain is located here. We do not know if it is operational yet. Commander, your task is simple. Get into that base, infiltrate their laboratories, and destroy all information and prototypes of this... Iron Curtain. Uiuiui, okay. ja. Freunde. Die nächste Mission sehen wir im nächsten Part. Wir müssen, also wir haben Albert Einstein gesehen. Ziemlich verrückter Kerl. Ist halt ein Wissenschaftler. Und ich speichere das gerade mal ab. Und ja, genau. Wir müssen dann quasi jetzt die Prototypen des Eisernen Vorhangs vernichten. Das ist ja die Abwehrwaffe der Russen, womit Einheiten und Gebäude unverwundbar gemacht werden. Und ja. Genau, Freunde, das würde ich sagen, machen wir aber erst das nächste Mal. Ich würde dann jetzt erstmal schneiden und mache erstmal Schluss. Vielleicht mache ich nachher noch weiter, muss ich nochmal gucken. Und ja, da bedanke ich mich wie immer, dass ihr zugeschaut habt bei Command & Conquer Alarmstufe Rot 1. Ein richtig schöner Klassiker. Und ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Ciao, ciao.